Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skyline. Hier ist wieder euer Punky. Wir befinden uns in Vanilla Bay und am Frachtumschlagplatz. Und heute werden wir mit den Planierraupen arbeiten. Im wahrsten Sinne des Wortes werden wir hier grundlegende Veränderungen planen, damit wir auch hier unseren Frachtumschlagplatz sehr gut oder am besten angeschlossen bekommen. Bedarf es jetzt hier einer kompletten Neuplanung und dazu lade ich dich recht herzlich ein. Natürlich werden wir die Autobahn erstmal abreißen, komplett. Und zwar sogar bis hierhin. Keine Sorge, die Verbindung wird wieder hergestellt werden, aber erst wenn ich mit dem Projekt fertig bin. Als nächstes brauchen wir erstmal eine ebene Fläche. Daher schaue ich mir erstmal das Gelände im Detail an und suche mir einen Punkt aus, wo wir jetzt das ganze Gelände sozusagen ein bisschen begradigen. Da würde ich ganz gerne diese Höhe hier annehmen wollen. Große Pinselstärke, großes Gestrüpp. Wir wollen richtig was bewegen. Und jetzt hier erstmal eine schöne große freie Fläche bauen. So, das Ganze darf ruhig erstmal hier bis an unser Schienen- und Straßennetz angeschlossen oder angeglichen werden. Damit wir wirklich hier genug Platz haben, um zu bauen. So, dann hätten wir hier auf jeden Fall erstmal Platz. Sehr schön. Als nächstes brauchen wir jetzt ja hier unsere Autobahn. Die hat ja eine gewisse Höhe bereits und die müssen wir auch so ein bisschen wieder einhalten. Das Ganze war vierspurig, also nutzen wir das Ganze auch wieder. Und dann versuche ich halt einfach auch das Ganze so ein bisschen von der Fläche her so hinzubekommen, dass es nicht ganz so krass wirkt. Aber wir müssen definitiv entweder ziemlich viel Höhe erarbeiten oder wir bauen die Autobahn jetzt ebenerdig. Das ist jetzt die nächste große Preisfrage. Und da sehe ich schon, hier habe ich was vergessen. Das ist ungünstig. Bitte dich auch mal mitzunehmen. Sehr schön. So, weiter geht's in der Planung. Hier erstmal eine Autobahn hin. Wie gesagt, das Ganze jetzt ebenerdig. Wir verzichten jetzt mal hier auf die Brücke, in der Hoffnung, dass das jetzt auch so funktioniert, wie ich mir das dann vorstelle. Damit wir nicht ganz einfach hier so eine riesen Höhe überwinden müssen, denke ich mal, macht das schon Sinn, wenn wir von hier aus dann kommen. Wobei, das sah nicht schlecht aus, wie machen wir das denn am besten? Warte mal, wir reißen das nochmal ab. So. Das wird eine relativ große Bastelfolge, aber muss halt auch mal sein. So, wir schauen mal, das ist jetzt ungefähr die Höhe, die wir hier zuletzt hatten. Nehmen wir die nochmal, platzieren erstmal bis hierhin. Drehen die Autobahn erstmal um. Dann die entgegengesetzte Richtung. Passt nicht. Müssen wir ein bisschen Abstand halten. So. Und man merkt schon, das Gelände ist auf jeden Fall wieder so ein bisschen uneben. Aber gut, macht nichts. Jetzt wäre es schön, wenn wir hier mit unserer Schiene schon durchkämen. Die Frage ist, planen wir das jetzt oder planen wir das später? Ich meine, wir müssen es jetzt planen. Denn die Ausfahrten, die müssen sich dann entsprechend damit anpassen. So, erstmal hier schön nach unten.
So vielleicht. Warte mal, vielleicht kriegen wir das ein bisschen schöner hin. So zum Beispiel. Und dann würde ich gerne hier durchfahren wollen. So, hoffentlich kann ich hier noch weiter anschließen, das Ganze. Sieht aber gut aus. Genau, dann komme ich hier jetzt wunderbar drunter durch. Und muss versuchen, dann den Platz zu treffen von unserem Frachtumschlagplatz. Aber das sollte eigentlich kein Thema werden. Eigentlich ist okay soweit. Jetzt haben wir das Problem. Wir brauchen jetzt hier Abfahrten und wir bräuchten jetzt hier Abfahrten. Wir sollten das mal eine Richtung soweit fertig machen. Und dann mal schauen, wie wir da am besten weiterkommen. So, wie können wir das jetzt am besten lösen? Wir schalten mal die Vorgaben ein. Und wir schauen mal, was passiert, wenn ich jetzt einfach sage, hier nach unten. Okay. Hätten wir es mal so für den Moment. Es sieht aber nicht schön aus. Also versuchen wir es nochmal neu. So vielleicht. So, dann kommen wir hier auf jeden Fall schon mal runter. Okay. Und das Ganze, wenn es nach Möglichkeit jetzt ginge, natürlich parallel. Aber auch nur, wenn er uns das zulässt. So, dann käme ich hier auch runter. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt bräuchte man hier, glaube ich, einen schönen großen Kreisverkehr. Groß in Anführungszeichen. Oh, wobei ich würde keinen Kreisverkehr machen. Ich glaube, ich würde eher einen ovalen Kreis versuchen. 250. Und jetzt versuchen wir mal hier zu gucken. 300, ja, wobei das wird ein bisschen riesig, ja, vielleicht auch nicht. Also muss mal so. 300 und 250 und hier das Ganze wieder gerade anschließen. Bisher nicht schlecht. Das Ganze einmal in die richtige Richtung. Wir haben ja Linksverkehr in Vanilla Bay. So, hätten wir das schon mal. Jetzt unsere Abfahrten verbinden. Das wird natürlich wieder kriminell. Halt. So, genau, passt. Einmal frei. Freihändig wäre gut. Ja, nice. Jetzt muss ich nur überlegen, wir müssen ja auf einer Seite wieder hochfahren, ne? Also hier geht es ja hoch und nicht runter. So. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Das passt. Wunderbar. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch umgedreht bauen. Hilfe. Aber durch die Höhe haben wir, glaube ich, doch relativ viel Platz gewonnen. Das sollten wir eigentlich schaffen. So, hier geht's runter, hier geht's rauf. Und das passt. Unsere Bahnverbindung, die geht hier lang. Wie geht die weiter? Die könnte man hier irgendwie vorbeibringen und hier so rum. Und die Straße dann hier entsprechend anschließen.
wäre jetzt so eine Idee. Oder wir bringen das Ganze unterirdisch noch. Aber nee, warum nicht? Wir können ja ruhig sehen eigentlich das Ganze. Wie sieht es denn aus, wenn wir das Ganze jetzt mal halt nicht mehr freihändig, sondern irgendwie hier so dran vorbeizirkeln? Ja gut, müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Die Idee ist zumindest da, aber wie wir die Idee umsetzen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz. Schauen wir uns mal noch an. Hier sollten wir auf jeden Fall erstmal noch eine Rampe bauen, dass wir hier bequemer hochkommen. Aber jetzt erstmal unseren Kreisverkehr vollenden. Wir haben Linksverkehr, haben wir gesagt. Dann sollte man das auch mal richtig haben. Sehr schön. Und jetzt möchte ich Folgendes machen. Jetzt muss ich nur überlegen, dass ich richtig denke. Hier rauf, hier runter. Genau. Gut. Dann brauchen wir unser Freihandtool. Und schauen mal, wie wir jetzt hier am besten rüberkommen. Mit einer Brücke. Hier so rum vielleicht. Nee, ich würde glaube ich die Höhe, die wir hier sowieso verwenden, nutzen. Wahrscheinlich eher so und das Ganze dann hier mit anschließen. Ich glaube, das macht eher Sinn. Ah, halt, nein, falsch gedacht. Da ist ja schon unser Bahngleis im Weg. Wie lösen wir das jetzt? Geht das denn, dass wir das Und das so machen und versuchen jetzt nochmal hier und hier runter. So, haben wir schon mal eine schönere Senke. Das ist schon mal nicht schlecht. Das sieht ja schon nicht schlecht aus. So, jetzt ist die Überlegung, wie kommen wir jetzt hier rüber? Mal gucken. So, ich muss ja erstmal irgendwie auf die Autobahn drauf. Also das scheint zu klappen. Ich käme wohl hier so rum. Könnte natürlich schon nach unten gehen ein Stück. Dann hätten wir schon mal ein bisschen Höhe gewonnen. Das ist natürlich zu viel. Mittelweg suchen. So. Und dann müssen wir versuchen, natürlich hier schon mal nach unten zu kommen. So vielleicht. Und hier dann nach unten. Und das Ganze dann hier irgendwie verbinden. Das wäre jetzt so der Plan. Okay. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Okay, jetzt werden wir Folgendes probieren. Wir schauen mal, ob wir jetzt hier unsere
Autobahn schon wieder angeschlossen bekommen. Sieht sogar gut aus. Nur, dass er mir hier diesen Winkel ein bisschen bescheuert setzt. Das heißt, wir müssen das versuchen, ein bisschen ja, manuell zu steuern. So vielleicht. Und ja, da macht er mir jetzt so eine komische Kurve rein. Die möchte ich natürlich da überhaupt nicht haben. Reißen wir das nochmal ab und versuchen es nochmal. Diese eine Kurve da, die soll er sich versuchen zu schenken. Das wäre echt nice. Was hat er denn jetzt wieder gemacht? So, vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Ah, okay, er macht uns hier so einen aberwitzigen Huckel rein. Ich habe keine Ahnung, was das wieder soll. Aber vielleicht finden wir auch da für eine Lösung, dass er uns diesen Huckel hier erst gar nicht macht. Vielleicht. Noch nicht ganz, aber ich glaube, wir kommen der Sache näher. Versuchen wir es nochmal. Nein. Warte mal, das. Wie ist denn das, wenn wir das hier so ein Stück vergrößern? Machen wir es mal ungefähr so. Und dann so. Warte mir auch wieder so einen dämlichen Huckel rein. Was soll das denn? Ja gut, ansonsten müssen wir nochmal Terraforming betreiben. Aber ich meine, wir kriegen das auch so hin. Wir gehen mal auf freihändig. Vielleicht klappt das besser. Ja, auf jeden Fall schon wesentlich, wesentlich besser als eben. Aber noch nicht zufriedenstellend. Wir versuchen es nochmal. Ah, Tunnel brauchen wir natürlich nicht. Ah, nicht doch. Was machst du denn hier? So, Huckel ist klar. Wollen wir nicht. Na gut, jetzt haben wir so eine kleine Senke. Die können wir mal lassen. So, jetzt versuchen wir das hier natürlich auch wieder zu verbinden. Wenn es geht, auch so, dass wir das Ganze vernünftig. Ja. Was war das? Vernünftig? So, versuchen wir es jetzt nochmal. Ja, gut, komm. Geht erstmal. Ist erstmal okay soweit. Können wir uns auf jeden Fall später nochmal zu schaffen machen. Jetzt wird's kriminell. Jetzt wird's lustig. Jetzt kommt die Frage, kriegen wir das hier wieder angebunden? Nö. Kriegen wir nicht. Wunderbar. Wie mache ich das jetzt wieder? So.
Wir gehen erstmal auf alles, machen hier erstmal eine gerade Linie hin. Dann sieht das Ganze so aus. Sieht fast so aus, als würden wir hier zusammen kollidieren, ne? Wobei, ne, es könnte passen. Das könnte passen. So, okay. Und jetzt müssen wir das hier sozusagen so schräg verbinden. Ja, sieht auch lustig aus. Wollen wir das mal so lassen? Geht ja eigentlich noch. So, ich versuche jetzt mal hier eine Parallele hinzubekommen. Das geht nicht. Reißen wir das nochmal ab. So, das ist eine vierspurige gewesen. Die wollen wir auch wieder nehmen. So, und man könnte es wirklich fast schon so lassen. Versuchen wir es mal so. Und so. Das sieht, nee, komm, das sieht nicht wirklich aus. So, wir haben auf jeden Fall hier schon mal die richtige Höhe. Das passt. Müssen wir mal schauen, dass wir das jetzt hier irgendwie verbinden können. Irgendwie, ich weiß nicht. Es sieht interessant aus. Aber es, nee, das ist mir so eine steile. Sollen wir so eine steile Kurve nehmen? Oder täuscht das denn? Ist sie so steil? Das sieht schon ein bisschen heftig aus, finde ich, ne? Sieht schon ein bisschen bescheiden aus. So, reißen wir das nochmal ab. Das würde ich lassen. Wir müssen versuchen, irgendwie hier rüber zu kommen. Oder ich müsste das, aber das kann ich nicht noch weiter runter legen. Deswegen irgendwie vielleicht so und so irgendwie verbinden. So vielleicht. Ach, du ahnst es nicht. Was hat er jetzt gemacht? Hilfe. Das können wir auch nicht lassen. Da wir kein Move-It haben, müssen wir versuchen, das logischerweise so hinzubekommen. Damit es auch wirklich noch was aussieht. So, das. Warte mal schauen. Wie kriege ich das jetzt hin? Das haben wir das hier. Noch einrastet, es geht vernünftig. Höhe nur so ein bisschen anheben. So und so. Das wäre okay. Damit kann ich leben. Ich denke, ihr auch. Und hier müssen wir natürlich erstmal das Ganze drehen. Und jetzt müssen wir es hier wieder verbinden. So. Ah, jetzt stellt hier wieder irgendein Weg. Ich nehme an, unser Seeweg, der stört jetzt hier. Das bedeutet, wir müssen nochmal zu unseren Schiffslinien, Fährlinien, ja genau, hier der Weg blockiert. Reißen wir den nochmal kurz ab und versuchen das Ganze jetzt nochmal zu platzieren.
das, ach komm, das sieht gut aus. Sehr schön. Gut, okay, die Folge war jetzt etwas länger und war auch weniger unterhaltsam, aber wir haben doch schon ganz gut was geschafft. In der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern, hier noch das Ganze anzuschließen. Dann haben wir eigentlich doch ein relativ kompaktes Autobahnkreuz und wir bieten die Möglichkeit, unserer Industrie auch hier entsprechend die Waren von dem Frachtumschlagplatz zu holen, zu bringen oder zu liefern. In dem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gern einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mögt und nichts verpassen wollt, dann empfehle ich euch, hinterlasst sehr gern ein Abo. In diesem Sinne, euer Punky von Punky Let's Talk. Bye, bye.